Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Während Russland ja in der Ukraine Krieg führt, besuchten der Altkanzler, wir haben ihn gerade gesehen, und seine Frau einen Empfang in der russischen Botschaft zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Zusammen mit Politikern der AfD und der Linkspartei wurde dort groß gefeiert. Entsprechend war am Tag danach die Empörung. Und jetzt hat für Soyeon Kim, das ist die Frau des Altkanzlers, das Ganze Konsequenzen, denn sie verliert ihren Job in einem Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Eine Party mit Folgen. Die russische Botschaft am Boulevard unter den Linden lädt ein zum 87. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion und der Westalliierten über Nazi-Deutschland. Unter den Gästen Altkanzler Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim. Für die Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Soyeon Schröder-Kim hat der Auftritt nun auch berufliche Konsequenzen. Sie verliert ihren Job bei der landeseigenen Gesellschaft NRW Global Business. Dort war sie im Auftrag der NRW-Landesregierung als Wirtschaftsrepräsentantin für Südkorea tätig, wird nun mit sofortiger Wirkung gekündigt. Es gab mehrere Hinweise durch die NRW Global Business gegenüber Frau Schröder-Kim, dass Repräsentantinnen und Repräsentanten sich in der Öffentlichkeit bei politisch sensiblen Themen, insbesondere bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, nicht äußern sollten. Dass Frau Schröder-Kim dies nun mit dem Erscheinen der russischen Botschaft doch tat, führte zur Entlassung. Die Kündigung sei juristisch geprüft worden, versichert das landeseigene Unternehmen. Aber Arbeitsrechtler haben trotzdem Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Rauswurfs. Da muss man ganz klar sagen, privates Verhalten geht den Arbeitgeber erst einmal gar nichts an. Ich halte die Rechtslage hier nicht für völlig eindeutig. Es ist immer natürlich eine Einzelfallentscheidung. Und ob die fristlose Kündigung wirklich aufgrund des rein privaten Verhaltens hält, ist wirklich fraglich. Bei dem Empfang zeigten sich der Altkanzler und seine Chefin auch zusammen mit AfD-Co-Fraktionschef Tino Chrupalla. Der kann die Aufregung um die Party nicht nachvollziehen. Ich bin seit 5 Jahren an diesem Tag in der russischen Botschaft. Das ist für mich ein Pflichttermin, weil es hier um Aussöhnung und Versöhnung geht. Ich halte es weiterhin für wichtig, in Kontakt und auch in Diplomatie auch mit dem russischen Botschafter zu sein. Und während NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst die Gattin von Altkanzler Schröder aus dem Landesdienst entlässt, bekommt eine andere Altkanzlerin einen Landesorden, Angela Merkel. In der Russlandpolitik habe zwar auch Merkel Fehler gemacht, aber die habe sie eingestanden und insgesamt viel für den Zusammenhalt Europas getan. Von Altkanzler Schröder und dessen Gattin würde er das wohl nicht behaupten.